weil sie sich identifizieren mit ihrem Unternehmen, ja, auch weil sie stolz sind, für ThyssenKrupp zu arbeiten. Wie lange noch? Seit Jahren gehen wir diesen Weg, aber seit einiger Zeit spüren wir auch, wie unsere Unternehmenskultur dabei auf der Strecke bleibt. Kolleginnen und Kollegen, in den letzten Geschäftsabschlüssen mussten wir teilweise sehr schmerzhaft aufpolierte Zahlen entgegennehmen. Im Rahmen einer Jahresendrallye war man sich nicht zu schade, nicht nur die letzten Ecken dabei auszukehren. Nein, das Management war sogar bereit, unsere Würde anzugreifen. Nur um die Bilanz. Nur um die Bilanz mit einem Schlag nach oben zu treiben, kündigte man ohne Vorgespräche die Vereinbarung zum Jubiläumsgeld auf. Kolleginnen und Kollegen, das war eine Schande. Hinaus zu solidarisieren, gemeinsam für unsere Zukunft aufzustehen und Seite an Seite zu kämpfen. In Spanien findet heute eine Großkundgebung in Madrid statt. In Belgien streiken die Elevator-Kollegen den ganzen Tag. In Italien, Portugal, Österreich finden in vielen lokalen Standorten Versammlungen statt, um auf die Situation aufmerksam zu machen. Und die französischen Kollegen werden morgen im Rahmen des geplanten landesweiten Streiks auf die Situation bei ThyssenKrupp hinweisen. Kolleginnen und Kollegen, wenn ein Feuer ausbricht, sollte man nicht den Aufzug zur Flucht verwenden. Mit dieser Botschaft wollen wir deutlich machen, dass man an uns nicht vorbeikommt, egal ob ThyssenKrupp Mehrheitseigentümer bleibt oder ob wir verkauft werden. Wir lassen uns nicht den Finanzinvestoren zum Fraktor werden!